Servus und Moin, ich bin der Nico und mein Kollege Thorsten, Servus. Machen heute den fünften Part von Borderlands. Heute machen wir keine Hauptquest, also keine Storyquest, sondern wir machen nur Nebenmission. Nebenquest. Ich habe gerade vergessen zu reden. Und in der Zwischenzeit habe ich aus Versehen, hust, am Automaten gespielt und eine Feuersniper bekommen. Aber ist ja jetzt nicht so schlimm, oder? So besonders ist sie jetzt nicht, oder? Macht halt 68 Schaden und ist vollautomatisch. Ja, aber nur grün. Trotzdem. Okay. Die hat fast so eine, die hat fast die gleiche Feuerrate wie meine MP. Also nein, wir müssen aber erst noch hier rein. Ja, stimmt. Meine MP hat 7,7 Feuerrate. Die Sniper hat 5,2 Feuerrate. Wenn du bei mir einkaufen kannst. Jetzt wo du da bist, weiß ich, dass wir Hyperion schlagen. So. Ah. So. Dann kommen wir jetzt die Waffenausrüstungsslot. Yes. Yes, please. Das einzige, was zwischen dieser Stadt, Scheiße, dem ganzen Planeten und Handsome Jacks Armee steht. Sturmgewehr oder Shotgun? Verbleib in meinem Safe hinterlegt. Du kannst ihn nutzen, um alles, was du willst, darin aufzubewahren. Sturmgewehr als Waffe? Das ist jetzt dein Zuhause. Viel Glück. Also ich meine als Richter Feuerhawk. Komm zum Frostbank Canyon oder Leute werden sterben. Also ich meine als Waffe, also in im Ausrüstungsslot. Shotgun oder Sturmgewehr? Ich habe eine MP drin. Ich habe eine Sniper drin. Was ist, was passt da noch dazu? Shotgun, oder? Er weiß, wie man Hyperion am besten angreift. Am später gehe ich so nun sowieso auf Pistole. Pistole, MP und Sniper. Und RPG noch. Ich habe mich jetzt entschlossen, nur auf. Wie bist du da hochgekommen? Was? Ach so. Von da. Vom Hauptquartier aus. Da oben ist was. Hä? Wie vom Ach! Von der Terrasse aus? Ja. Ach ja, jetzt. Ah, dann bist du da aufs Dach. Ja. Cool. Cool. Wo? Die nächsten. Wie viel Folgen nehmen wir auf? 3, oder? So. Die nächsten 3 bis 4 Folgen sind am Stück. Und ja. Ja, dann starte ich die Aufnahme nur also ich stoppe die am Ende vom einen Video und starte die direkt wieder. Ja, dann oh, lass mal los. Quest. Ja. Geil. Du hast mir geholfen, Sanctuary zu erreichen, Untertan. Dafür hast du dir eine Belohnung verdient. Ich habe ein Geheimversteck weit, weit von meinem momentanen Aufenthaltsort. Um es zu finden, wirst du eine Reihe fieser Aufgaben bewältigen müssen. Erstens, sammle ein paar braune Steine für mich. Dann besiege einen Badass-Gang. Danach musst du den verlorenen Stab von Mount Shooter klauen. Dann wirst du mir den Kopf des Zerstörers der Welten abliefern, um danach zu meinem Vergnügen zu tanzen. Genau, also eine Macke. Oder wir machen einfach hier hinten, so. Und das, was, das hat er im letzten Part angesprochen, oh, ob wir das benutzen sollen oder nicht. Sieht so aus, als wäre die Tarnung meines Super- Weil da kann man Waffen einlagern und kann die über die Charaktere hinweg speichern. Deswegen habe ich hier ein paar Waffen drin, die ein bisschen stärker sind.
Zum Beispiel die Slack, SMG, du weißt ja noch, die mit Dreifachschuss, dann eine Elektro-Sniper mit 2666 Schaden, 2066 Schaden, eine Säurepistole und eine Shotgun. Und jetzt, und da hast du gesagt, wir benutzen die nicht. Oder nur wenn es ja, ich meine, man kann das ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, ja. Ob wir das machen sollen oder nicht. Oder ich mache eine Abstimmung. Ey, wisst ihr was? Ihr könnt auch mal ein Like rausdrücken. Ja. 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 Ja, will ich schon sagen, oder? Ja. Hatte schwarze Brett. Achso, so ein kleiner Like geht schon mal, ach, oder? Ach, die Quest. Ach, die ist gut. Die geht relativ einfach. Hm. Ist auch eine Nebenquest. Sie verstecken sich draußen in Treehouse. Spürt sie auf, legt sie um und findet heraus, warum sie hier sind. Die Quest ist eigentlich ganz lustig. Die gefällt mir irgendwie. Komm, dann ist ein erster Raketenwerfer. Ob ich eine Pistole habe? Sniper? Sniper habe ich. Shotgun habe ich auch. Ja, Shotgun habe ich auch. Aber Pistole habe ich keine. Ich muss hoffen, dass wir da irgendeine Billo-Pistole finden, den dann einfach nur so weit schwächen, dass er den Schaden hat. Ja. Ich zeig dir jetzt mal im nächsten Gebiet was. Das habe ich zwar im letzten Part schon gesagt, aber jetzt sieht man es noch mehr. Okay. Also ich meine... Was sieht für dich mehr nach Feuer aussieht? Für dich das mehr nach Feuer aus oder das? Ist. Aber trotzdem, das sieht doch. Das ist rot. Die Waffe ist rot. Aber ja, kein Feuerschaden. Oh, Flatsch. Doink. Doink. Die hat 19 Schuss im Magazin, die Sniper. Ja. Ach, verbraucht einen Schuss pro Munition, einen Munition pro Schuss. Mhm. Und ist vollautomatisch, ist geil. So, halt suchst du mal das Fahrzeug aus. Okay. Habe. Und du fährst, ne? Ich hab keinen Bock zu fahren. Obwohl, eigentlich sollten die Zuschauer auch mal sehen. Kannst bloß nicht fahren. Ich kann fahren. Oh, schick, schick. Markier mal. Ah, nee, kannst du nicht. Ha, sind ja nicht in GTA. Ja, einsteigen vielleicht. Hab ich noch die. Ich hab den Sitz für dich klebrig gemacht. Okay, vielleicht kann ich echt nicht. Ich bin ein kleines Mädchen. Ich dürfte eigentlich schon gar nicht fahren. Kaktus? Sterb! Ach, das müssen wir auch noch machen. Ach ja. Schönes Pumpen gibt. Okay. Danke für deine Rampe. Da links sind die Typen. Ja, da links braucht man das Banditentechnikel, oder? Ja, das ist. Wir können auch jetzt eigentlich schon den Dock umlegen, oder? Mit dem Ding. Da müssen wir die Quest erst annehmen. Nein. War von Dr. Set. Echt? Ach, das hätte man auch machen können. Das machen wir doch wieder, wenn wir da sind. Vielleicht wird die heutige Folge ein bisschen länger. Das geht mal. Deathtrap, hallo.
jetzt one-shotet die den Kopf. Da oben ist eine Waffenkiste. Kletter gerade die Treppe hoch, damit ich diese Waffenkiste bekomme. Muss ich hier lang? Muss ich da runter? Muss ich da lang? Muss ich da lang? Und hier. Stimmt, sowieso eine Schulde drin. Ja. Ich habe ein Schild für dich. Ich habe mal mitgenommen. Ja, sag, das sind doch Schilderten. Irgendwie haben die es im Durchlauf nicht so mit uns. Ja. Aber es ist eins, wo die Gesundheit verringert, ne? Hab's gelesen, ja. Und dafür doppelt so. Hier ist doch auch ein Zeichen, oder? Wo? Oder war das jetzt weiter? Also hier in, da in dem nächsten Gebiet. Im ersten Gebiet sind sowieso Zeichen. Hm? In jedem Gebiet sind eigene Zeichen. Im nächsten Gebiet sind sowieso Zeichen. Ich bin Thorsten. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge. Ach. Falls ihr euch fragt, wie wir übereinander sprechen, das ist TeamSpeak. TS3 Public. Einen temporären Channel erstellen. Nochmal. Oh, eine Pistole. Perfekt, brauchen wir nämlich. Psst. Was? Das steht doch da schon. Ich gewappnet mit einer Pistole um. Ich benutze doch lieber die Sniper. Was soll da raus, eine Shotgun? Warte. Hast du eine Pistole? Ja. Okay. Hab ich doch gerade aus dem. Ich hab. Hörst du mir nicht zu? Manchmal. Das Psycho wollte ich von nur sagen. Ich halt eine komplette Ladung von meiner Schau. Okay, da hält ein bisschen viel aus. Ja, Shotgun regelt. Warte, lass ihn. Okay. Oh, mein Sniper. Wie wär's mit Wiederbeleben? Ah, eine Spinakel, toll. Sind ja keine Gegner. Da ist ein fetter Nomade neben dir. Solltest du eigentlich nicht treffen können. Hat die Feuerstoß während des Zooms. Das ist ohne schöne Sniper gewesen. Nicht herkommen
Rennst du auch mitten in die Massen rein, ey. Ich? Ja. Bin ich denn hier in der Masse? Naja. Aber übrigens, um mal anzusprechen, das neue Gebiet in Fortnite ist echt cool. Ja, keine Ahnung, hab ich noch nicht gesehen jetzt. Seit wann gibt's das schon? Seit heute um 10. Okay. Season 5 rausgekommen. Zwei Welten treffen aufeinander. Ah. Oh, das ist ein Sniper und einer hat die Burst. Dann tue ich mal ein Sturmgewehr rein. Gib mal die Pistole her. Warum? Wir müssen den Kunden noch erledigen. Ja, dann mach ich halt. Ich nehme auf, nicht du. Jetzt habe ich wenigstens eine Ausrede dafür. Wo ist der Deathrap? Regelt. Jetzt? Jawohl. Schön, ihr herrenlosen Knarrenteiger. Eure Suche gilt einer heißen Braut mit blauen Tattoos und geheimnisvollen Kräften. Eine Sirene also. Ihr Name ist Lilith. Offiziellen Berichten zufolge starb sie in New Haven. Aber ich bin überzeugt, dass sie sich in der Nähe von Sanctuary verkrochen hat. Wenn ihr sie seht und mir davon berichtet, mache ich euch so reich, dass ihr euch eine große Villa bauen könnt. Aus anderen kleineren Bilden. Ende. Ich töte mit einer Sniper, ne? Ja. Boah, was? Machst du's? Nee. Was ist, ist das denn auch nie? Ein Gegner. Doch, da sind Gegner drin. Ey, der ist direkt hinter dir, ne? Wollte ich nur sagen. Ich hab's gemerkt. Ich hab mich mit meiner Granate selbst gekillt. Hab keine Muni mehr für Sniper. Sehr schön. Muss ich mit dem Sturmgewehr killen, oder? Es gibt kein Barbecue, bis ich sage. Ey, ich will dich wieder, renn zurück und neue Munition. Hörst du auf, ihn zu. Hörst du auf, ihn Schaden zu machen? Er schmeißt mir Granaten. Halt ihn mal am Leben. Dann hol ich Sniper-Muni. Weil er ist direkt ein Automat. Kein Problem. Halt scheiße an einer vollautomatischen Sniper, verbraucht halt viel Munition. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Voll der M16 nach lauter Animation vom beim Gewehr. Wo ist denn der da? Alle Sirenen sind von Geburt an mit unterschiedlichen, unvorstellbaren Kräften ausgestattet. Ihr könnt sie nicht, ich wiederhole, nicht besiegen. Wenn ihr Lilith seht, meldet ihr es mir sofort. Ich kann es mit ihr aufnehmen. Ihr nicht. Ich ja, ihr nein. Ich gehe mal zu der Waffenkiste hier, ne? Nein, ich habe mich runtergelegt. Warum habe ich so scheiß Internet, Thorsten? Wo willst du hin? Zu der Waffenkiste. Kann ich mal aufhören zu laggen? Was? 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 Wie viele Schaden hatten deine Sniper? 68 nur. Warum? Na, weil da nah. Sniper drin war und da. Boah, geil, Granaten. Granaten und Schilde. Wie viel hat die gemacht in der Kiste?
55. Was hast du für eine Sniper? Die, wo ich gerade gesagt habe. Thorsten? Ich kenne deinen Tod. Die verbrennt, der verbrennt doch schon, brauchst du nicht nochmal drauf schießen. Och, im Nahkampf, ja, ich habe eine Shotgun mit 10-fachem Schaden. Ja, der ist auch im Nahkampf. Den mach ich weg im Nahkampf, weil der kann nix. Vielleicht möchte ich ihn erstmal. Warte, ich mach ihn Nahkampf, ich mach ihn Nahkampf. Im Rage-Modus, Junge, ich mach den Nahkampf. Ich hab den aber im Nahkampf gekillt. Weiß hast du. Warum wurde ich dann wiederbelebt? Erstens mag sie es nicht, wenn man ihr Haarsträhnen unter dem Vorwand ausreißt, diese für wissenschaftliche Experimente zu benötigen. Und zweitens schmecken sie nach Oliven. Moment, nein. Eher nach gebratenen Gurken. Oh, lecker, lecker Haare. Wolf mit der Shotgun, Wolf ist der Sniper. Mach ich den mal, wa? Da kommt er noch gar nicht. Um Sturmgewehr ist cool. Voll mit dem Dreierburst. Jetzt kommt er aber. Chef, mach mal, danke. So. Da oben noch einer. Den machen wir mit dem stärksten Sturmgewehr der Welt. Jetzt kommt er, oder? Jetzt kommt er. Warte, ich komm. Ich glaube, ich habe eine stärkere Shotgun als du. War deine Stärke, aber meine hat mir Schuss, sagen wir mal so. Warum denn Taskmaster? Okay, genug rumgeblödet. Ich kill den Taskmaster. Danke. Ich hab nicht gefühlt, das ist Feuer. Warte, ich geh in die Ecke, damit der herkommen muss. Heute, es gibt kein Barbecue, bis ich sage, es gibt Barbecue. Ich auch dafür. Ich habe eine Frage. Warum zur Hölle hat der Laserpointer an seiner Shotgun dran? Weil das kann. Meine andere Frage ist, warum macht er so verfickt viel Schaden im Nahkampf? Unter der Erde kannst du sie nicht zum Schreien bringen. Geil. Ah, da
Kannst mich gleich direkt wiederholen. Ich bin auch tot. Death Trap. Ich glaube, das schaffst du nicht. So, darf ich ihn einfach so killen? Komm schnell wieder. Ich bin tot. Aber Death Trap ist noch da. Ach nee, Death Trap killt den jetzt bestimmt. Na, ist ja egal, oder? Was bringt es, wenn man ihn mit den... Ja, du kriegst eine bessere Belohnung. Achso. Kannst du immer nicht kennen, Death Trap? Death Trap ist auch weg. Okay. Wir dürfen den aber nicht zu nah an dem scheiß Tor da unten töten, gell? Ja, ich, das ist ja auch schon passiert. Dass er dann weggeglitscht ist. Und ich wollte vorhin Q drücken zum Bauen. In Borderlands. Ah, oh, der trifft mich. Ich treffe ihn auch. Steh auf! Du hast Leute zu verletzen! Dankeschön. Er ist so ein Biest, gell? Ja, wenn du übel stark im Nahkampf, weil er eine Shotgun hat. Warte, ich kill ihn. Okay. Ach ja, da los, ihr Schwachköpfe anscheinend nie zuhört, sage ich es nochmal. Hört auf, falsche Sirenen anzuschleppen. Im Universum kann es nur 6 Sirenen gleichzeitig geben und ich weiß bereits von 3. Ich kaufe euch nicht ab, dass ihr eine der restlichen 3 Reihen zufällig gefunden habt, nur weil ihr die Leichen irgendwelcher Bräute mit blauen Tattoos verunstaltet. Ich gebe zu, die ersten Dutzend Male, die ihr Spatzenhirne das versucht habt, war es noch halbwegs lustig. Aber jetzt stinkt mein Büro nach Blut und Filzstiften, also hört auf damit! Oh, Waffenkisten. Oh, bestimmt sowieso nur wieder Schilde drin. Oh mein Gott. Eine Shotgun. Eins mit Stern für mich. Gut. Nein. Bist du eine? Bist du eine Shotgun? Die 33 mal 13 Schaden macht. Ja. Oh, hier. Ich glaube, die ist sogar besser. Genauigkeit nicht so hoch, aber... Du verstehst gleich, warum ich hier nicht benutzt habe. Ah ja. Ja. Ich mag Shotgun mit einem Schuss nicht. Kommen wir da drüben jetzt auch rein? Da drüben? Kommen wir hier nicht rein? Da waren wir schon. Achso, stimmt. Abkürzung genommen. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Marcus Munition. Du bist mein millionster Kunde, dass dir das nicht zu Kopf steigt. Ich brauche eine DMP eigentlich gar nicht, oder? Leb wohl, mein Freund. Macht eigentlich schon ein bisschen wenig Schaden. Okay. Naja. So, oh, bestimmt irgendwann mal eine bessere in der Kiste drin. Wir hätten gleich da mitfahren können. Aber. Alles im Lot da hinten? Ich will killen! Oh, die Sniper, die bei mir gerade im Ladebildschirm ist, die sieht voll cool aus. Die ist so grün mit einem gelben Streifen durch. Ich hab gerade einen Klassmod. Ladebildschirm. Was denn? Hier sind ja voll die scheiß Waffen.
Ach, die Folge ist vorbei. Yeah. Die Folge vorbei. Sehr geil. Voll geil. Direkt von Claptrap. Sehr geil. Geschafft. Thorsten. Ich würde sagen, am Ende von jeder Folge öffnen wir eine Kiste. Nee. Doch. Nee. Du hast genug Schlüssel. Ist mir egal. Dann öffnen wir am Ende aller zwei Folgen eine Kiste. Leicht. Okay, das ist die zweite Folge, wo wir keine Kiste geöffnet haben. Am Ende. Mach mal. Nee. Wir haben letzte Folge eine geöffnet. Nein. Nein, wo haben wir dann die Waffen her, du Depp? Nein. Der eine Typ hat auch gerade geschrien, los aufmachen. Nein. Doch. Beruhigt euch alle, ihr seid hier sicher. Also, Folge ist vorbei, ne? Hier spricht Hunter Hellquest von Hyperion Truth Broker. Also, mit einer Nachricht an die Kammerjäger in danke. Euer fortwährender Würde ich sagen, lass mir den Typen noch kurz aussprechen. Während Hyperion auf ein besseres Morgen zusteuert, bleibt ihr freiwillig in der Vergangenheit, in der Dunkelheit. Es ist euer eigener Starrsinn, der euch den Tod beschert und uns allen eine bessere Zukunft. Also dann würde ich sagen, Servus, auf Wiedersehen und Tschüss! Tschüss!